Das Projekt Cocktailmaschine gibt es schon lange an der Hochschule. Seit 2003 fließen Cocktails durch eine selbst entworfene Maschine der fleißigen und ambitionierten Studenten. Begonnen mit dem White Russian Mixer über den Mixit und Mixit CM100 bis zur berühmten CMIOT. Das Projekt Cocktailmaschine lebt von Weiterentwicklungen und kreativen neuen Ideen. Auch dieses Jahr, im berüchtigten Corona-Jahr, wird die Maschine nicht nutzlos in der Ecke verstauben. Da Großmessen für dieses Jahr voraussichtlich gänzlich abgesagt werden, benötigt die Cocktailmaschine eine Umgestaltung, à la Covid-19-Style. Auf Deutsch gesagt, sie muss kleiner, kompakter und vor allem leicht zu transportieren sein, sodass sie auch auf Corona-Kleinpartys, versteht sich, unkompliziert eingesetzt werden kann. Dann können auch im Corona-Jahr die Cocktails fließen. Drei Gruppen beschäftigen sich mit der Lösung dieses Problems. Eine Gruppe konstruiert die neue Maschine im CAD und die zweite Gruppe wird sich mit dem 3D-Druck aller Teile und dem mechanischen Aufbau befassen. Unser Team besteht aus Marleen Nolte und mir, Yannick Zeyer. Wir kümmern uns um den Aufbau und den Test der neuen Cocktailmaschine. Dafür müssen wir zunächst heraussuchen, welche Bauteile noch benötigt werden, sodass diese zeitnah bestellt werden können. Wir werden danach die fehlenden Platinen löten, die Elektrik verdrahten, die mechanische Konstruktion in Zusammenarbeit mit der Gruppe CM3G aufbauen und die Software aufspielen. Danach fehlt nur noch die Inbetriebnahme unserer Cocktailmaschine und das Testen der Cocktails, versteht sich. Unseren Projektplan, also die Zeit, die wir für die einzelnen Aktivitäten voraussichtlich benötigen werden, haben wir zur genauen Planung erstellt. Diese Woche haben wir unser Ziel, eine Bestellliste der fehlenden Komponenten anzufertigen, erreicht. Einige wenige Fragen sind dazu noch offen, die wir momentan mit Tarek Madawi abklären. Wir freuen uns auf die weitere Projektarbeit.